So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Far Cry 3. Und ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Auf alle Fälle kann ich mich noch daran erinnern, dass wir in Citras Tempel gegangen sind und die, ja, nett anzusehende Citra kennengelernt haben, die uns erstmal Drohung verpasst hat. Und ja, jetzt müssen wir da weitermachen. Ich bin jetzt gerade hier. Wir können da mal schauen. Wir haben irgendwas, können wir da herstellen, Neues. Keine Ahnung, was das ist. Sprengwaffen können wir auch nicht. Spezialpfeile, Brandpfeile könnten wir machen. Wir machen mal zwei Brandpfeile. So. Gucken, was das ist. Ob das was bringt oder nicht. Keine Ahnung. Tiefseetaucher, Medizin könnte man eigentlich noch machen. Genau. Und dann stellen wir uns doch der nächsten Herausforderung und gehen nach Bad Town und durchsuchen dort Bad Town. Glaube ich, müssen wir machen. Was ist denn da? Oh, gut. Oder machen wir das schon oder machen wir noch irgendwas anderes? Wir können immer auf die Karte gucken. Oh, falsch. Da ist die Karte. Nämlich, ob wir da noch irgendwas aufmachen. Wir haben da noch ein paar hier töten, also gesucht Todaufgaben und Tieraufgaben, Fahrt des Jägers, aber die, ich glaube, da haben wir auch noch Zeit dafür. Genug eigentlich. Aber nicht jetzt, ich glaube, wir machen jetzt weiter. Beziehungsweise wir können ja die einzelnen Funktürme abgehen. Das wird der erste sein und wir arbeiten uns vor nach Bad Town. Und unten steht ein Auto, habe ich gerade gemerkt. Das nehmen wir mit, und ein Quad halt. So, wo fahren wir denn am besten lang? Ich glaube erstmal hier lang. Und dann hier rechts hoch. Genau. Da vorne. Also, es sollte ja eigentlich nicht sein. Aber es ist ja nie, und mit jedem Funkturm kommen natürlich auch wieder die Lager, die wir natürlich auch wieder ausnehmen müssen, um zu vermeiden, dass wir irgendwann mal vom Piraten hart zerberstet werden. Das wollen wir ja nicht. Nein, wir wollen das überleben und wir wollen die Insel rein haben. Also ich glaube, da vorne sehe ich schon was durch die Bäume schimmern. Kann aber auch Einbildung sein. Aber wir fahren auf alle Fälle richtig. Das ist ja immer schon mal gut. So, jetzt gehen wir ins unbekannte Gebiet, genau. Logischerweise. Und da sollte der dann auch irgendwann schon bald sein. Fahren mal nicht da hoch. Eigentlich wollte ich gerade hochfahren, aber dann habe ich mich doch umentschieden. Vielleicht hätte ich es trotzdem machen sollen, obwohl hier ist ein Weg. Weg. Oh Gott, wie ich es einfach nicht beherrsche. Müssen wir da überhaupt hoch? Ich glaube schon. Beziehungsweise steigen wir ab hier an dieser Stelle, laufen weiter. Oh ne, der ist ja noch ganz weit entfernt. Gut, da hätten wir also nicht hochgemusst. Naja. So, hier ist schon mal das erste Lager auf alle Fälle wieder. Der ist da oben. Da müssen wir doch da hoch. Vielleicht werden wir dann doch irgendwie rankommen da. Nein! Ach, wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Wir gehen jetzt einfach mal runter. Da vorne ist der. Nee, wir müssen zurück zum Auto. Wir müssen den Weg weiter hochfahren. Meine Güte, bin ich mir unschlüssig heute. Irgendwo hier war halt das Auto, glaube ich. Zumindest. Ten. Oder das Quad. Wo denn jetzt genau? Keine Ahnung. Oh oh. Waren das Wildschweine oder waren das ein Tiger?
Möchte eigentlich gar nicht wissen. Ah, oh, waren bloß Wildschweine. Puh! Ich hab gedacht, ihr habt mir gerade an Tiger vorbeigeschlichen. Genau, da kommen wir nämlich dahin. Wären wir doch bloß auf dem Weg geblieben. Sah aber irgendwie, wo ich abgestiegen bin vom Quad, sah das so weit aus noch. Ist es? Irgendwo ist hier ein Bär oder sowas. Das sieht uns aber erstmal nicht. Ja. Kümmer du dich darum. Um die Dinger und lass mich in Frieden. So, auf alle Fälle diesmal ein Leopard. Wie kommt der Tiger nicht noch? Schnell weg hier. Da ist er, der Turm. Endlich erreicht. Jetzt müssen wir wieder da hoch. Irgendwie. Gucken, wie das funktioniert. Dieses Mal. Gut, ich bin jetzt schon wieder überfragt. Irgendwie. Hä? Ah, hier. Schade sind die Bäume da im Weg, sonst wäre das nämlich eine optimale Sniper-Position. Aber sind halt die Bäume im Weg. Geht's denn jetzt hin? Da also nicht weiter. Sind wir da rüber? Genau. Wieder hoch. Puh. Also ich persönlich könnte das glaube ich nicht, da ich zwar nicht stark, aber ich leide ein bisschen unter Höhenangst. Heißt, ich kann auf eine gewisse Höhe sein, jedoch muss ich mich irgendwo festhalten können. Klingt komisch, ist aber so. Wackeln wir oder der Turm? Aber der Turm wackelt, also schnell wieder runter hier am besten. Da noch den Kasten öffnen und wieder das gleiche wie schon 500.000 Mal zuvor machen. Naja. Eine Höhle. Da waren bestimmt diese Bärenlaute her. Sei denn, es war der Leopardskarussell. Aber erstmal müssen wir jetzt hier runter. Machen wir am besten hier, oder? Genau. Und... Zack, einmal rauslassen. Alter Schwede. Ich glaube, wir setzen uns mal lieber ins Auto. Bevor wir hier noch gänzlich drauf gehen. Und dann können wir mal über die Karte gucken. Genau. Das ist die nämlich schon so. Jetzt haben wir hier wieder zwei Lager. Und ich glaube, das erste Ziel setzen wir uns dorthin. Da machen wir uns jetzt... Aber hier ist sonst überhaupt nichts außer die zwei Lager. Na gut. Also setzen wir uns das als Ziel, fahren dann noch hin und schauen. Nehmen es dann auf alle Fälle aus. Boah. Alter Schwede. Gut. Auf jeden Fall musste dieses Schwein nicht leiden. Oh, hier sind ein paar grüne Pflanzen, die könnten wir eigentlich schnell mal mitnehmen. Hoffentlich müssen wir da jetzt nicht wieder zu weit runternehmen, müssen wir nicht. Sehr gut. Ich habe mal gemerkt,
Auch wenn es bloß so zwei, drei Tiere sind. Sobald die dich einmal angegriffen haben, sind die manchmal noch richtig wichtig. Diese grünen Blätter. So, was haben wir denn da noch Schönes? Hier ist ein abgestürztes Flugzeug von den Japanern. Relikt. Nimm's. Sehr gut, wieder ein Relikt gefunden. Gefällt mir natürlich sehr. Und sogar noch Fähigkeitspunkte. Die können wir doch gleich mal verteilen. Und wir haben ja noch drei Stück. Tod von unten. Machen wir. Sehr nice, wenn das klappt. Was haben wir da noch? Seilrutschenschütze brauchen wir nicht. Gezielt nachladen. Drücke Viereck, um schnell nachladen von Pistolen oder Scharfschützengewehren mit. Während du mit L1 zielst. Das ist natürlich nicht schlecht. Das nehmen wir auch. Kettentakedown. Du kannst mehrere Takedowns hintereinander ausführen. Wir machen erstmal das. Noch? Sehr gut. So, jetzt müssen wir wieder das Auto finden. Ich bin der Meinung, das war hier oben. Ah ne, wir wollten noch ein paar grüne Pflanzen mitnehmen. Hier waren da noch ein paar mehr, oder nicht? Genau. Da vorne ist auf alle Fälle immer noch eine. Ach du Scheiße! Ein Bär, ich hab's doch gewusst. Ha! Keine Chance. Du wolltest mich angreifen, ich wusste das schon. Na komm. Ist gut. Tut mir wahnsinnig leid dafür, aber... Ekelhaft. Oh, hübscher Grafikfehler. Aha, aha. Ich weiß gar nicht, wer das Spiel entwickelt hat. Meine Fresse, Alter. Das ist ja peinlich jetzt. Hat das Spiel Crytek entwickelt? Oder Ubisoft? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls der es entwickelt hat, der hat dann schön Grafikfehler gehabt. Beim Programmieren. Nicht produzieren, programmieren. Hier ist unser Auto, tipptopp. Bevor ich mich noch weiter in so eine Scheiße reinrede. Und ihr alle merkt, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Fahren wir lieber weiter. Aber das Wildschwein hat mich gar nicht angegriffen. Es war vielleicht glücklich, dass ich es gerettet habe. Was haben wir denn da? Eine blaue Pflanze. Brauchen wir sowas? Nee. Oh! Das war natürlich jetzt nicht schön. Mein Gott, was mache ich denn hier? Hier gibt es auf alle Fälle sehr viel Wildschweine. Aber das ist auch eine schnelle Karre. So. Hier können wir, glaube ich, bleiben. Das Lager ist da vorne. Fahren wir sowieso schon zu weit. Wir müssen uns aber natürlich eine Sniper-Position suchen. Und aber erstmal wollte ich jetzt noch was herstellen. Und zwar die Spritzen. Ganz wichtig. 7 Spritzen. Medizin. Die anderen Spritzen, ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwann eine Bedeutung haben werden oder... Aber jetzt haben die für mich keinerlei Bedeutung. Überhaupt nicht. Ich glaube, sonst eine andere Spritze außer Medizin haben wir noch nie gebraucht. Außer mal zum Probieren vielleicht. Ist da jemand? Kamera mal rausholen. Hoho. Das ist ja perfekt für uns gemacht. Das geht genau aufs Lager drauf. Sehr schön. Und sogar noch eine Kiste. Seilrutsche mitten aufs Dach vom Lager. Oh, ein Hirsch oder sowas. Oder ein Reh. Obwohl das eigentlich doch nicht so gut ist, die Position. Die gefällt mir jetzt nicht. Sah von weitem aber gut aus. Hätte gut sein können. So, wir nehmen noch mal auf, wer sich dort alles befindet. Das ist eine große Lagerhalle irgendwie.
Es sind auf alle Fälle ein paar auf kleinem Raum. Sackmunition, die ist voll. Aber erstmal bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das war's jetzt mal von dieser Folge. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie wir... Keine Ahnung, wen als allererstes mal schön in den Kopf schießen. Und ja, bis dahin viel Spaß und ja, danke fürs Zuschauen. Euer Atze Joker.